Leuchtender Soldatenghoul. Die machen das schon. Okay, einfach nur Jäger. Nun gut. Leuchtender Soldatenghoul. Ich will ja jetzt nicht aus Versehen nach Camp Searchlight gehen. Gut, ich kann da eh nicht aus Versehen hin. Aber in diese Richtung muss ich? Ach ja, ich sehe auch schon den Sendeturm. Da bist du. Okay. Die sind sofort gemein. Das haben wir gleich. So einfach geht das. Ist jetzt definitiv nicht der vorgesehene Weg, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich will auch noch nichts anderes aufmachen. Also keine anderen Gegenden entdecken. Hatte ich ja eben schon erklärt. Hier ist eine Bombe eingeschlagen. Hier sieht es aus, als wäre es, ja, radioaktiv. Hier auch. Ist ja kein schöner Ort, um hier zu sein. Wo geht's denn hier rein? Hier, Schrotttür. Rangerstation Echo. Als ich diesen Auftrag bekommen habe, hatte ich mit mehr Zockerei gerechnet. Ja, Schergenmeister aus Overlord, dessen Name mir gerade entfallen ist. Wie hieß er denn nochmal? Gern kämpfe ich an ihrer Seite. Das sind alles, fast alles Ghoule hier, ne? Gern kämpfe ich an ihrer Seite. Ranger Erasmus. Ich kann mich nicht erinnern, über neue Versetzungen zu diesem Posten informiert worden zu sein. Gab es in letzter Zeit viele Gefechte hier? Ich meine, da unten ist Cottonwood Cove. Hier müsste es eigentlich vor Legion-Soldaten wimmeln. Meistens nur Geplänkel. Die Überfallkommandos der Legion ziehen sich für gewöhnlich zurück, sobald sie feststellen, dass sie es mit uns zu tun haben. Was machen Sie hier? Die Legion hat unten bei Cottonwood Cove eine wichtige Furt. Deshalb beobachten wir sie von hier oben aus. Wenn McCarron uns mehr Leute schicken würde, könnten wir mehr machen, als nur zu beobachten. Warum brauchen Sie Verstärkung? Die Legion schickt in letzter Zeit eine Menge Überfallkommandos über den Fluss. Wir haben hier nicht genug Männer, um alle abzufangen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Okay. Generischer Ranger? Ja. Als ich diesen Auftrag aber auch ein Ghoul. Hatte ich mit mehr Zockerei gerechnet. Also nur der Kommandant und der Kommoffizier sind hier anscheinend wirklich Menschen. Also keine Ghule, das meinte ich damit. Kommoffizier Green. Ich frage mich schon, was ein Zivilist hier zu suchen hat. Was ist das für ein Ort? Ein Militäraußenposten der Ranger. Wir behalten die Legion-Aktivitäten südlich von hier bei der Cottonwood Cove im Auge. Im Moment passiert da unten nicht viel, nur der übliche Sklavenhandel. Arme Schweine. Der übliche Sklavenhandel. Die ENK lässt zu, dass die Legion Menschen versklavt? Glauben Sie mir, ich hätte nur allzu gern den Befehl, Cottonwood Cove auseinanderzunehmen und die Legion über den Fluss zu jagen. Aber die da oben in McCarron wollen nicht, dass wir Ressourcen auf etwas verschwenden, das sie für ein kleines Ziel halten. Also schauen wir nur zu. Jetzt wäre es schön, nach McCarron zu gehen und fragen, warum schicken sie nicht mehr Leute hier hin? Wenn die dann sagen, wir haben nicht genug Leute, könnte man ja sagen, wenn sie einmal von ein paar Positionen welche abziehen, um Cottonwood Cove zu überfallen bzw. auszulöschen, wäre die Legion-Aktivität auf dieser Seite des Flusses quasi ausgelöscht. Da müsste man nur noch die kleinen Patrouillen, die eh schon hier sind, die kleinen Überfallkommandos auslöschen und schon hat man wieder Leute frei. Naja. Weiß die Legion, dass sie sie von hier aus beobachten? Zweifelsohne. Aber Ranger sind harte Nüsse. Und eine kleine Streitmacht für einen Überraschungsangriff würde nicht heil von hier wegkommen. Andererseits werden wir die Legion sehen, wenn sie ihre volle Offensive startet. Dann fallen wir zurück und warten auf Verstärkung.
So wissen wir, was sie machen, und sie wissen, was wir machen. Also sitzen wir nur rum und behalten uns gegenseitig im Auge. Ich habe hier aktualisierte Funksicherheitscodes von Sergeant Race. Was? Schon wieder? Habe ich die nicht gerade erst geändert? In Ordnung. Gut, zeigen Sie mir die neuen Codes. Yep. Alles klar. Dann teilen wir das Sergeant Race mal mit. Verlassener Bruderschaftsbunker. Und da ist Nelson. Da ist die Tehachtitlán-Mine. Tehachtitlán. Klingt aztekisch. Willkommen zurück. Alle Stationen außer Charlie haben die neuen Sicherheitscodes erhalten. Charlie wurde zerstört. Ja, das haben wir ja gesehen. Man hat seit einer Weile nichts mehr von der Station gehört. Das bestätigt wohl, was wir alle befürchtet haben. Danke für die Info. Ich schalte alle Funkübertragungen auf die neuen verschlüsselten Kanäle. So sollten wir Spionen einen Schritt voraus sein. Bevor Sie gehen, Sie könnten da noch etwas erledigen. Gerne. Was soll ich sonst noch tun? Wir haben beunruhigende Berichte von einigen Ranger-Stationen erhalten. Schwere Verluste bei Alpha, Supermutanten-Legionäre bei Delta. Der seltsamste Bericht handelt von den Großkarnen und ihren abgerichteten Todeskrallen bei Foxtrot. Sowas kann doch nicht wahr sein, oder? Ich weiß, dass Sie bereits dort draußen waren, aber könnten Sie mir diese Berichte bitte von den Rangern bestätigen lassen, die Sie geschickt haben? Ich untersuche die Sache und sage Bescheid, wenn ich etwas über die seltsamen Berichte herausfinde. Haben Sie etwas Ungewöhnliches von den anderen Ranger-Stationen gehört? Nichts, was so schlimm wäre. Charlie bekommt offenbar zu viele Medikamente, warum auch immer, während Bravo schon länger nichts mehr angefordert hat. Echo meldet vermehrte Aktivitäten der Legion in ihrer Gegend, aber das war's dann auch schon. Ich untersuche die Sache und sage Bescheid. Danke und viel Glück. Mein Gott, da herrscht ja echt Chaos. Wenigstens können wir da jetzt hin schnell reisen. Hey. Doch, über ihn, ne? Jason. Ja? Sie haben einen Bericht geschickt, dass eine RNK-Patrouille durch Supermutanten ausgelöscht wurde. Nein, habe ich nicht. Solchen Blödsinn hört man vielleicht von Besoffenen auf dem Strip, aber nicht von mir. Die Legion hat keine Supermutanten. Die Patrouille wurde durch ihre eigene Inkompetenz ausgelöscht. Ein paar Soldaten haben mit einer Granate rumgespielt, die dabei in die Luft ging. Oh, na toll. Wir sehen uns. Auch mit Waffen, Explosivsachen nicht spielen. Immer mit Vorsicht behandeln. Die sind zwar so gebaut, dass man sie eigentlich nicht aus Versehen. Obwohl, Waffen, wenn sie eine Fehlfunktion haben. Ich glaube, alles kann irgendwann mal aus Versehen hochgehen. Aber im Großen und Ganzen nicht mit rumspielen. Immer mit Vorsicht behandeln. Hallo. Die Dinger wurden gemacht, um zu töten. Also töten sie nicht nur das, auf das man sie richtet, sondern auch die, die sie halten. Brauchen Sie sonst noch etwas? Oder können es zumindest. Sergeant Race hat mich geschickt. Sie wundert sich über die hohen Verluste an diesem Posten. Hohe Verluste? Wir hatten einen gebrochenen Knöchel, aber es gab keine Toten an diesem Posten. Ach, schon wieder dieses doofe... vielleicht lügen sie ja auch, um die Moral aufrechtzuerhalten. Wie konnte sich Race irren? Es gibt noch andere Ranger-Posten in der Nähe. Vielleicht hat Reese die Berichte durcheinander gebracht. Reese Informationen lauten anders. Alle Verwundungen, Erkrankungen und Todesfälle werden per Funk an das Ranger-Hauptquartier in Camp Golf durchgegeben. Chief Hanlon und seine Leute stellen die Berichte zusammen und teilen nach Bedarf Verstärkung zu. Hier ist kein Bedarf. Okay. Reese hat sich bei den Zahlen vertan. Mehr steckt nicht dahinter. Auf Wiedersehen. Foxtrot, das war das mit den Todeskrallen, oder? Könnte man jetzt theoretisch die anderen auch noch befragen nach den komischen Vorkommnissen? Ja. Lenk hat mir ihre Geschichte erzählt, was? Ja, sehr traurig.
Es ging lange das Gerücht um, dass sie bei den Rangern rausfliegt. Vor allem seit das Spielen und die Trinkerei angefangen haben. Dann können wir also doch das noch hier machen. Ist ihre letzte Chance. Und bis jetzt macht sie sich nicht sonderlich. Link ist ständig schreckhaft. Das macht die anderen ganz verrückt. Okay. Vielleicht kann ich gleich doch nochmal mit ihr reden. Ich muss die Richtigkeit ihres Berichts über Großkarne mit Todeskrallen bestätigen. Sie müssen sich irren. Ich habe keinen derartigen Bericht geschrieben. Abgerichtete Todeskrallen? An sowas würde ich mich erinnern. Wenn jemand sowas behauptet, dann lügt er. Ich will nicht, dass mein Name wegen eines Verwaltungsfehlers mit der Sache in Verbindung gebracht wird. Passen Sie auf da draußen. Okay. Hey! Nee, kann doch nichts machen. Schade. Jetzt gucke ich doch nochmal. An den anderen Ranger-Stationen war ja auch noch was, so wie ich das gehört habe. Ob man da jetzt auch drüber sprechen kann? Wie sieht's aus? Nee, kann man nicht. Okay. Obwohl, nee, das ist der Com-Offizier. Wo ist denn... Da. Was gibt's? Nee, auch nicht. Schade. Oh Gott. Willkommen zurück. Die an Camp Gove geschickten Berichte der Ranger passen nicht zu denen, die sie erhalten haben. Ich wusste es. Alle falschen Berichte wurden von Chief Hanlon bei Camp Gove unterzeichnet. Aber warum sollte der Chief die Berichte fälschen? Sie müssen alle unsere Ergebnisse Chief Hanlon vorlegen und ihn zur Rede stellen. Ich will das nicht öffentlich machen, wenn es nicht sein muss. Okay. Wiedersehen. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. So. Die Quest müssen wir jetzt allerdings ein bisschen ruhen lassen, weil soweit ich weiß, müssen wir vorher erst was anderes machen, damit wir... Ja, ich möchte nicht spoilern. Wir müssen sie einfach erstmal ruhen lassen. Camp Go. Lake Las Vegas. Dann würde ich sagen, wir speichern mal ab und gehen dann nach Nelson. Wir greifen aber von hier vorne an. Von der Giftmüllhalde. Mhm. Darauf kann sich. Dann räumen wir das leer. Dann sagen wir Ranger Polutli Bescheid. Und entweder müssen wir dann die Dingens nochmal ausräumen. Oder er sagt irgendwas davon mit, ja. Mann, sie haben es ja alleine hingekriegt. Ist ja saugeil. Wir gehen Richtung Osten. Richtung Osten ist richtig. Komm. Damit man auch was sieht. Bei dem einfachen Rumlaufen eben war es ja noch ganz in Ordnung, aber jetzt, da sind noch Ranger, RNK-Soldaten. Na gut, wäre ja auch doof, wenn hier kein Posten wäre, während Nelson von der Legion besetzt ist. Ich würde ihnen hier nur Waffen geben. Und bitte Helme. Bitte tragt ein Helm. Hey da, halt! Dieses Gebiet ist vom RNK-Militär abgeriegelt worden, bis die Legion-Schlangen aus Nelson vertrieben wurden. Mein Name lautet Kralle. Das ist das erste Mal, dass wir eine Gesprächsoption mit unserem eigenen ausgewählten Namen haben, ne? Was für Probleme gibt es mit der Legion? Welchen Ärger macht die Legion nicht? Diesmal haben sie das Lager in Nelson überfallen, während die Soldaten noch beim Aufbau waren. Haben Ausrüstung erbeutet und die Stadt eingenommen. Paar Soldaten erwischt. Die wurden dann unten bei der Stadtmitte gekreuzigt. Autsch. Kann ich irgendwie helfen? Vielleicht. Ich würde vorher gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ach du Schande, von ihnen habe ich gehört. Sind sie nicht ein echter Held oder so? Aber vielleicht sind sie etwas zu ruhmreich, um in die schmutzige Arbeit der Republik hineingezogen zu werden. Ich werde nichts Ehrenloses machen, wenn sie das damit sagen wollen.
Wollen sie nur Witze reißen oder auch noch etwas schaffen? Ah, ich will irgendwie die Sprachoption machen. Na komm. Tja, verdammt noch eins. Sieht ja aus, als ob sie doch etwas Mumm haben. Wenn sie ein paar Dutzend Dosen Psycho dabei hätten, dann könnten die Soldaten wohl darunter stürmen und das Lager zurückerobern. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Also könnten sie mir helfen, die Soldaten zu befreien, die die Legion als Geiseln genommen hat. Witzig, dass sie Psycho erwähnen. Oh Gott, und dann in so einen Frontalangriff voll zugedröhnt einfach runterstürmen. Mhm. Haben sie denn nicht den Rang, um die Soldaten im Lager zu befehligen? Ich bin Ranger. Das sind Armeesoldaten. Ich kann ihnen keine Befehle erteilen, obwohl sie noch feuchter hinter den Ohren sind als ein Lake Lurk. Außerdem fangen sie bestimmt an, gleich zu heulen, wenn die Geiseln auch nur ein paar blaue Flecken abkriegen. Nee, die taugen dafür nicht. Warum sollte man die Geiseln ausschalten? Die Soldaten trauen sich nicht ins Lager, solange ihre Kameraden in Gefahr sind. Ein dreckiges Spiel, das die Legion spielt, wann immer sie kann. Das Problem dabei ist nur, dass Ranger Mailu da nicht mitspielt. Wenn wir die Geiseln ausschalten, haben die kein Druckmittel mehr. Warum versuchen sie nicht zu retten? Früher in der Ranger-Schule habe ich gelernt, dass man nicht blind in Kämpfe läuft, wenn man 10-1 unterlegen ist. Wenn sie da wirklich runtergehen wollen, um die Jungs von den Kreuzen zu holen, sind sie dümmer, als ich dachte. Habe ich vorher schnell gespeichert? Ich möchte ihm nicht dabei helfen, die zu töten. Ich würde da wirklich runtergehen und die gerne befreien. Aber wenn wir sagen, na gut, gehen wir, dann habe ich jetzt so das Gefühl, dass wir beide dahin gehen und er dann auch anfangen würde, die Geiseln zu erschießen. Geiseln sind es ja nicht. Die Kriegsgefangenen, wenn sie gekreuzigt werden, kann man das so auch nicht bezeichnen. Die armen Säcke da unten. Das ist schade, aber wenn sie ihre Meinung ändern, sagen sie mir Bescheid. Sonst werden diese Legion-Wichser noch wochenlang in Nelson bleiben. Sprechen wir was anderes? Was ist hier passiert? Die Soldaten kamen aus Richtung Forlorn Hope, weil wir zwischen dort und Searchlight diese Riesenlücke haben. Aber wir waren wohl schon zu verstreut. Wir haben uns zu viel Zeit gelassen, in Nelson eine Stellung aufzubauen. Und die Legion ist einfach über den Colorado gehüpft, bevor wir fertig waren. Das ist scheiße. Gibt es hier in der Gegend Städte? Es gibt Novak im Westen. Halten Sie nach der Riesenechse Ausschau. Da kriegt man auch ordentlich Vorräte und eine Unterkunft. Das 188 liegt nördlich an der 95. Da wird einiges gehandelt. Im Süden der 95 kann man nur auf die 164 nach Nipton, direkt bei der Bahnlinie, abbiegen. Ist das so wahrscheinlich, dass man sehr früh in dem Spieldurchlauf hier vorbeikommt? Ich meine, wir sind jetzt bei Episode 200 irgendwas. Und das hier klingt so nach Gesprächsoptionen, die man hat, wenn man hier zum ersten Mal langkommt. Noch Novik noch gar nicht bereist hat und so. Naja. Haben Sie hier das Sagen? Nö, ich bin nur der einzige Ranger in der Gegend. Der Rest der Gören hier sind Soldaten mit zu wenig Erfahrung, Ausrüstung und Kameraden. Okay. Hey, warten Sie mal. Wenn Sie ins Lager gehen, dann sollten Sie wissen, dass dort zwei Dinge geschehen können. Entweder verlieren Sie den Kopf, weil Ihr Hals Bekanntschaft mit einer Legion-Machete macht, oder man versucht, Sie sich zum Freund zu machen. Und falls rauskommt, dass Sie sich mit der Legion angefreundet haben, dann jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf, wenn Sie über die Kuppe kommen. Klar? Siehst du, das würde auch nicht passieren, wenn... Ich meine, wir sind von der RNK vergöttert und die Legion greift uns bei Sichtkontakt an. Da ist diese Sprachoption irgendwie nicht so... Die ist ein bisschen fehl am Platz. Verstanden. Ergebensten Dank. Nach Nelson ist es nicht mehr weit. Wenn wir noch näher kommen, baller ich auf jeden Legionär. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist eine Lösung. Ich finde es super. Ich bin noch nicht bereit für einen Angriff. Wir bleiben auf Distanz. So wollte ich das nicht angehen. Sie sollten fürs Erste alleine weitergehen. Nee. Da haben Sie verdammt recht. Sie und ich, wir sind echte Problemlöser. Ich habe jetzt doch irgendwie Bock, ihm die Waffe zu geben. Das Barett.
Mache ich jetzt noch weiter? Nee, pass auf. Ich mache erstmal Schluss, probiere das bis zum nächsten Mal aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach Nelson runterstürmen. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.